Dann habt ihr euch ja entschieden, vielleicht da nochmal zu zwei, drei Kontakte. Was war da für euch der treibende Grund? Ja, also die Analysen, also man hat im Vorfeld einige Anbieter angeschaut und ist dann auf euch gestoßen und ihr habt überzeugt, also Operations One hat überzeugt und das sind die Gründe, die da auf der Folie oben stehen. Also uns hat einmal ganz oben die Einfachheit in der Anwendung überzeugt. Also wir haben diese Lösung gesehen, wir haben gesehen, wie intuitiv der Mitarbeiter, wie ich es vorher schon erwähnt habe, den Mitarbeiter in den Vordergrund steht. Durch die Prozesse, durch diese Anleitungen, die ja gemacht werden müssen, geführt werden und dass es hier einschulungstechnisch also wenig Aufwand bedarf, um den Mitarbeiter hier durchzufinden. Also es war sehr, sehr schön zu sehen, dass dieser Mitarbeiter, der im Vordergrund steht, auch so pragmatisch und gut umgesetzt wurde. Was uns auch gefallen hat, ist eben Punkt 1, 2 und 3 gehören ein bisschen zusammen, kaum also das technologische Unterbau der Plattform. Also ihr habt eine Cloud-Lösung, wir sind sehr Cloud-affin, wir freuen uns, in die Cloud gehen zu dürfen, aus Security-Gründen mittlerweile auch, aber auch deswegen, weil mit dieser Cloud-Lösung immer den aktuellsten Updates drin sind. Also der Wartungs- und der Pflegeaufwand auf unserer Seite für einen Server aufzustellen, den Update reinzuspielen, den immer ajour zu halten, reduziert sich hier. Und wir haben diesen Weg bewusst gewählt, weil wir das Gefühl haben, da in dieser Welt geht noch deutlich mehr weiter für uns und das soll auch uns zu Vorteil sein, dass wir an neuen Funktionen, die von euch in die Lösung reingebaut werden, dann auch später von uns genutzt werden können. Ja, und unsere IT-Ressourcen sind auch begrenzt und wir sind froh, wenn wir einen Teil abgeben können und deswegen war die Cloud die richtige Lösung für uns. Technologisch gesehen haben wir gesehen, ist eure Lösung, wie ihr sie aufgebaut habt, sehr gut konzipiert. Ihr bietet REST-APIs als Schnittstellen an oder Operations One bietet REST-API als Schnittstellen an, was uns eben im Datenaustausch vom ERP, aber auch zum ERP sehr wertvoll ist und das hat uns sehr gut gefallen. Auch die Art und Weise, wie das umgesetzt ist in der Administration und in den Dokumentationen. Die Funktionalität die angeboten sind, haben uns auch überzeugt. Da waren alle drin, die wir eigentlich am Anfang benötigt haben. Wie es ist im Zuge eines Implementierungsprojektes, kommt man drauf, dass das eine oder andere vielleicht noch fehlt oder schön wäre, wenn es das geben würde. Und wir haben da mit euch einen sehr pragmatischen Ansatz gefunden, um eben entweder hat es diese fehlenden Funktionalitäten bei euch schon in der Pipeline gegeben als neue Funktion, die da kommen mag, oder wurde geringfügig für uns angepasst, sodass wir es dann auf unsere Bedürfnisse besser hingepasst haben. Also das Funktionsspektrum, was wir vorgefunden haben in Operations One, ist sehr umfassend und sehr passend für uns gewesen, was uns dann das dazu entschieden hat. All diese Gründe führen schlussendlich dazu, dass wir gesagt haben, wir haben ein Projekt, wir möchten recht rasch eigentlich zum Zug kommen und diese relativ sehr kurze Time to Market haben wir sie umsetzen können. Wir haben letztes Jahr begonnen, wir sind schon fertig. Ich denke, dass der Stefan in seinem Beitrag dann über das Projektvorgehen dann noch ein paar Worte dazu verlieren kann. Und wir haben festgestellt, diese hohe Flexibilität, die es braucht, um auch diese kurze Time to Market irgendwie einsetzen können, war alles da. Und last but not least, ihr seid ein junges, dynamisches Team, das wir so als kennengelernt haben, extrem kompetent beim Gespräch, in den Vorbereitungen, im Aufnehmen, was uns wehtut, wo wir hinwollen. Und das hat uns sehr beeindruckt und sehr schnell geholfen, das Projekt auch erfolgreich umzusetzen. Vielen, vielen Dank da auch für das Kompliment. Das werden wir auf jeden Fall auch an alle weitergeben, die daran beteiligt waren.